Grüß euch. Hallo. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Zu diesem möglicherweise letzten Stream. Man weiß ja nie dieser Tage. Das stimmt natürlich. Denn heute... Boah, jetzt bin ich laut. Oh, ich mach dich mal wieder leise. So. denn heute sprechen wir über die Eskalation im Nahen Osten. Unter anderem ist ja... Nicht das Einzige, was wir heute besprechen werden. Wir haben auch noch eine Reaction geplant zu dem Rudel. Aber wir beginnen mit dem Nahen Osten. Zwei passend und miteinander vereinbare Themen. Ne? Total, total. Hui. Ja, ist ganz schön was los dieser Tage. Ja. Deswegen haben wir heute mal überlegt, dass wir das vorweggreifen, weil es wirkte ja jetzt die ganze Zeit so, die ganzen letzten Tage wirkte es ja so, als könne es jetzt jederzeit losgehen. Also die Berichte waren ja, und das ist dann ja meistens dann auch, also häufiger mal auch der Fall, wenn das so konkret gesagt wird, ja, morgen steht der Angriff bevor und so, war auch damals bei der Ukraine ähnlich gewesen. Da dachten wir, okay, da müssen wir dann schleunigst drüber reden. Und ich muss auch sagen, ich hatte das schon lange nicht mehr so intensiv, dass ich wirklich die ganze Zeit jetzt auch gewartet habe. Ja. Was kommt jetzt? Mhm. Ich habe auch immer wieder einfach so geschaut, einfach so Iran bei Google eingegeben. Es ist passiert. Und es ist tatsächlich noch nichts passiert. Ja, also nicht wirklich. Es hat diese ganz komische Stimmung von die Ruhe vorm Sturm. Du hast nichts mitbekommen, Sadi. Das geht eigentlich die ganze Zeit rauf und runter. Es gab ja einen Anschlag, einen Mordanschlag auf den politischen Repräsentanten der Hamas im Iran selbst. Also der sitzt da und ist auch selber nicht wohl in die militärischen Operationen eingebunden, sondern ist tatsächlich einfach der politische Vertreter, ist dann auf irgendwelchen Kongressen und so weiter oder verhandelt halt irgendwelche Friedensverhandlungen oder Kriegsverhandlungen oder was auch immer. Und der wurde halt in einem ziemlich abgefahrenen Anschlag, wurde er getötet, im Rahmen auch von so einer Konferenz, die stattgefunden hat, ne, im Iran selbst. Ja, genau, der war zu Gast im Iran gewesen und dort eben in einem Gästehaus untergebracht. Mhm. Und es war ja wohl so, dass diese Bombe, die ihn getötet hat, irgendwie schon 2 Wochen vorher da platziert wurde. Echt? Also ich glaube, es ist tatsächlich noch länger her. Ja? Also der, jetzt ist mir sein Name entfallen, Hania, glaube ich, ne? Mhm. Der lebt ja eigentlich gar nicht im Iran oder im Gazastreifen, sondern, soweit ich das weiß, in Katar. Mhm. Und ist von da aus dann eben immer wieder dann in den Iran gereist oder hat eben andere Staatsbesuche gemacht, war unter anderem auch in der Türkei gewesen. Und so wie ich das mitbekommen hatte, war das wirklich, ich glaube, noch nicht mal 2 Wochen, sondern wirklich Monate vorher schon geplant, dass diese Bombe dort eben platziert wurde und er damit umgebracht werden sollte. Bierphilosoph, wahrscheinlich meinst du eine vergangene Situation, weil es gibt ja ständig Vorfälle, jetzt sag ich mal, irgendwo vergleichbarer Art, aber in dem Fall wurde halt jetzt die ganze Zeit befürchtet, dass es eigentlich gestern zu einem größeren Angriff dann vom Iran auf Israel kommen soll, beziehungsweise ist es jetzt aktuell nicht ganz klar, wie das wahrscheinlich aussehen wird, aber vielleicht dann auch von der Hisbollah oder so, dass es halt dann eine größere Kriegshandlung kommen könnte und damit halt eine breitere Eskalation, weil es war dann auch die Rede davon, dass Israel vielleicht überlegt, einen Erstschlag zu machen, bevor die angreifen und so weiter. Ja, die Hisbollah ist natürlich einmal auch da drin als Proxy von dem Iran, also als sehr, sehr naher Verbündeter. Im weitesten Sinne sagt man auch, dass die gänzlich im Interesse des Irans handeln. Aber daneben auch, weil neben eben dem Angriff auf den politischen Hamas-Führer ist auch ein Angriff im Libanon selbst auf einen der ranghöchsten Hisbollah-Funktionäre gab.
der dabei dann auch noch umgebracht wurde. Ja, und das Bierphilosoph einmal in Bezug auf die Botschaft, das war die iranische Botschaft in Syrien gewesen, ich meine in Damaskus war das. Die wurde vor, glaube ich, inzwischen auch schon ein paar Monaten angegriffen, woraufhin es dann zu den Drohnenangriffen auf Israel kam. Und in Bezug auf die Atomwaffen, ja, das ist eine interessante Geschichte mit den beiden Staaten. Also Israel ist eigentlich de facto Atommacht. Bis heute gibt es, soweit ich das weiß, ich meine, dass es jetzt vor kurzem so offizielleres Statement dazu gab, ist das eigentlich ein man kann es nicht mal ein offenes Geheimnis nennen. Also sie bekennen sich einfach nur nicht absolut dazu, Atommacht zu sein. Und das ist tatsächlich auch eine recht wilde Geschichte, wie das alles zustande gekommen ist, weil man geht damit davon aus, dass Israel zusammen damals mit Apartheid Südafrika an den Atomwaffen rumgewerkelt hat und da dann eben auch geholfen hat. Also Apartheid Südafrika hatte später keine Atomwaffen mehr, aber wollte dann auch mithelfen, die für die zu entwickeln, haben, glaube ich, sogar auch angereichertes Uran gestohlen. Ich meine sogar von den Vereinigten Staaten, das ist eine ganz wilde Geschichte damit. Und der Iran, ja, der Iran, der plant eigentlich auch schon recht lange Atomwaffen zu entwickeln. Das letzte Mal, dass ich was dazu gehört hatte, war, glaube ich, 2023. Und da hieß es, dass die eigentlich inzwischen recht weit mit der Produktion wären und ja, sie ganz kurz vor der Bombe stehen würden. Aber das ist auch tatsächlich was, was pro-israelische Leute schon seit, ja, weiß ich jetzt nicht, wie lange die da selber am Werkeln sind, seit ein, zwei Jahrzehnten sagen. Also da ist dann auch wieder die Frage, wie ernst nimmt man das jetzt? Um vielleicht nochmal die Dramatik der Situation zu betonen, es kam ja jetzt auch dazu, dass Russland seinen Sicherheitsbeauftragten in den Iran geschickt hat und auch entsprechende Waffensysteme an den Iran jetzt geliefert hat, also so Raketenabwehrsysteme von denen. Und das betont, finde ich, nochmal, ja, dass es hier wieder auch so eine Fortführung von diesem, ja, vorweltkriegartigen Zustand ist, in dem wir uns befinden. Das halt ist eben wieder so eine Stellvertreter-Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland an der Stelle wieder stattfindet. Ja, absolut. Also von den ganz direkten Verbündeten ist der Iran wahrscheinlich einer der wichtigsten Staaten für die Russische Föderation. Und genauso ist Israel bei weitem der wichtigste Verbündete im Nahen Osten für die Vereinigten Staaten. Da kommt auf jeden Fall jetzt viel zusammen. Ich würde sagen, deswegen schauen wir vielleicht noch einmal kurz, du hast jetzt gerade noch ein informatives Mr. Wissen to go Video uns rausgesucht, ne? Ja. Schauen wir vielleicht da noch mal rein und dann können wir da weiter drüber diskutieren. Vielleicht noch ganz kurz zu Bold Anarchist. Warum jetzt halt beide oder warum weiter eine Eskalation fokussiert wird. Also da würde ich einfach dazu sagen, Israel will halt wirklich die Hamas vernichten, so in Gänze. Das haben sie ja auch angekündigt, das ist das erklärte Ziel. Und um die Hamas zu vernichten, muss man halt auch einfach deren Führer töten. So. Und der Typ sitzt halt nun mal im Iran. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Machtdemonstration von Israel zu zeigen, okay, wir können halt auf dem iranischen Staatsgebiet solche wirklich abgefahrenen Anschläge durchführen und euch halt auch demütigen an der Stelle, weil der Iran ist halt einer der größten Feinde Israels. Ja, dazu kommt natürlich noch, dass es eigentlich so der einzige Staat ist, wo das funktionieren wird. Also die anderen Gebiete, Katar hat eben schon klar gemacht, wenn sowas auf unserem Grund und Boden passiert, dann war es das mit der Zusammenarbeit. Das dulden wir nicht, weil Katar ja in einer ganz besonderen Zwischensituation ist. Beim NATO-Mitglied Türkei wäre es natürlich auch nicht möglich, den Hamas-Führer umzubringen. Und beim Iran läuft da einfach viel zusammen, gleichzeitig mit dem Angriff auf die Hezbollah. Sagen wir mal, Israel räumt gerade in dieser schon hohen Eskalation einfach auf vielen Fronten nochmal auf. Und bislang, muss man ja auch sagen, läuft es für Israel wirklich sehr gut. Also
Die konnten sich wirklich unfassbar viel erlauben durch eben einfach den Druck von der eigenen militärischen Macht, aber auch den Vereinigten Staaten, dass halt gesagt wird, das ist alles schön und gut, was ihr da mit der Hezbollah für eine gigantische Militärmacht aufgebaut habt, aber gewisse rote Linien werden nicht überschritten, selbst wenn wir richtig, richtig euch aufs Maul geben. Gewisse rote Linien werden nicht überschritten mit einem direkten Angriff auf uns. Und bislang hat es halt ganz gut funktioniert. Und das sorgt natürlich auch für eine Spirale in dem Sinne von, was kann ich mir jetzt erlauben? Und für die anderen Staaten, genauso wie für Israel, geht es langsam dann auch einfach zunehmend um die blanke Existenz, so der ja. Machtbasis vor Ort. Dann gucken wir mal rein, was Mr. Wissen to go uns da Wunderbares zusammenfasst. Vielleicht ist ja noch was Brauchbares an Aspekten dabei. Und der ist doch jetzt auch, ist der nicht schon ein bisschen länger bei Funk? Ich glaube, das ist ja offizieller Teil von... Möglich. Dann bin ich mal gespannt, wie pro-israelisch er es jetzt darstellen muss. Osten kurz vor einem großen Krieg? Genau diese Sorge geht gerade weltweit um. Der Grund dafür? Drohungen Irans gegen Israel. Aus Iran heißt es, man werde nicht nur selbst Israel angreifen, sondern auch dafür sorgen, dass Verbündete das machen würden. Die Antwort aus Israel ist, sollte das passieren, wird zurückgeschlagen. Bisher geht es hier nur um Worte, aber was ist, wenn Taten folgen? Was sind die Hintergründe dieser angespannten Situation? Wer sind die entscheidenden Akteure und was ist dran an der Sorge vor einem großen Krieg im Nahen Osten? Darum geht es jetzt. September 2023. Der Tag des schwersten Angriffs gegen Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Terroristen der Hamas stürmen aus dem Gazastreifen nach Israel und richten dort ein Blutbad an. Innerhalb weniger Stunden töten sie rund 1200 Menschen, darunter vor allem Zivilisten. Auch Geiseln werden von den Terroristen genommen, Frauen, Kinder. Bis heute befinden sich noch mehr als 100 von ihnen in den Händen der Hamas. Es ist ein beispielloser Angriff, den man bei allem, was danach kommt, im Hinterkopf behalten sollte. Denn dieser Angriff hat Folgen. Israel wehrt sich gegen die Hamas und greift sie an, im Gazastreifen. Es beginnt ein Krieg, der bis heute anhält. Ein Krieg Israels gegen die Terroristen der Hamas. Die haben unter anderem Stellungen unter Krankenhäusern angelegt und kämpfen mit Hilfe von riesigen Tunnelanlagen, die auch unter Wohngebieten entlang führen. Die israelische Armee greift deshalb im großen Stil an. Bis heute. Leidtragende sind, wie so oft in Kriegen, die Zivilisten. Zehntausende Palästinenser sind schon getötet worden. Die genaue Zahl lässt sich nicht unabhängig ermitteln. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Sie leiden an Hunger oder an Krankheiten. Zuflucht gibt es kaum. Die Vereinten Nationen sprechen von einer, Zitat, humanitären Katastrophe. Im Mai 2024 wurde bekannt, dass der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs einen Haftbefehl gegen die Hamas-Führung beantragt hat. Aber auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und den Verteidigungsminister Gallant. Der Vorwurf? Mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Finde ich immer noch so eine witzige Situation. Das ist, also ist halt angemessen, ne? Aber es ist halt einfach witzig. Ja, also ist halt immer wieder sehr... Also, ne, er hat es ja genauso aufgemacht, wie ja auch die gesamte Begründung im Prinzip ist, warum man das jetzt aufrechterhalten werden muss, ist halt immer wieder dieser Rückverweis auf den 7. Oktober. Ja. Ich weiß halt nicht, welche Relevanz das jetzt halt noch, bis auf was mit den Geiseln passiert, für die Fortführung des Ganzen hat. Also welche reale Relevanz. Mir ist klar, dass es die Legitimierung für die Fortsetzung dieses Krieges ist. Aber ja, dass es halt immer wieder so aufgemacht wird und so emotionalisiert aufgemacht wird, wie das jetzt am Anfang gemacht wird, spricht halt Bände. Ja, es wird halt so ein bisschen zu der Ursünde dieses aktuellen Konflikts gemacht, weil das eben das ist, was den Leuten da vor Augen schwebt, was so ein Moment ist, was sich zumindest in Deutschland ja echt eingebrannt hat. Mhm. Und was deswegen auch einfach so gut weiterhin funktioniert, so vielleicht wie... Es werden ja auch Vergleiche schon gemacht mit 9-11, was das anging. Und anders, worüber willst du das auch anders noch machen? Also die aktuelle Bedrohungslage
wird zwar auch beschworen, aber die ist bei Weitem nicht so eindrücklich mit ein paar Drohnen, ein paar Raketen, die mal auf Israel fliegen. Ja. Was man bei all dem aber, wie gesagt, im Hinterkopf behalten muss, ist, diesen Krieg würde es nicht geben, hätte die Hamas nicht Israel angegriffen. Und ein Waffenstillstand könnte... So, das ist halt jetzt immer... Lass mich raten, Waffenstillstand könnte es geben, wenn die Hamas einfach jetzt direkt ihre Waffen niederlegt. Ja, so ist das halt bei Kriegen, wenn die eine Seite sagt, ey, absolute Kapitulation... bedingungslose Kapitulation, ich gebe all mein Interesse auf und scheiß einfach drauf, was ich mache, dann war es das halt mit einem Krieg. Ne? Das ist auch, ich glaube, das mag vielleicht auch das sein, was man heutzutage so in der deutschen Podcast-Bubble Lumpenpazifismus nennt. So, man könnte, also das ist halt einfach keine ausgewogene Darstellung dieses Konflikts, um es halt mal salopp zu sagen. Also man könnte ja es auch genauso andersherum populistisch aufladen und sagen, ja, ohne die Behandlung der Palästinenser von Israel hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Ja. Wäre halt genauso was dran, wie was er sagt, nur man muss halt beides sagen. Aber dann würden die von ihrem Land vertrieben werden. Ja. Dann gäbe es keinen Schutzraum mehr. Womöglich schnell erreicht werden. Nämlich dann, wenn die Hamas die israelischen Geiseln freilassen würde. Und die Hamas bekommt Unterstützung. Unter anderem aus Iran. Schon länger arbeitet Iran eng mit der Hamas zusammen. Ideologisch sind sie dabei auf einer Linie. Radikal islamistisch und antisemitisch. Sowohl die Hamas als auch der Iran erkennen das Existenzrecht Israels nicht an. In der Fachsprache wird die Hamas als Proxy Irans bezeichnet. Proxys, das sind in diesem Fall vereinfacht gesagt bewaffnete Gruppen, mit denen Iran zusammenarbeitet, um seinen Einfluss auszuweiten und um gegen feindliche Staaten vorzugehen. Insbesondere gegen Israel. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt dazu in einer Analyse: Interessant ist, dass der Iran bei der Zusammenarbeit religionsübergreifend agiert. Die offizielle Religion des Irans ist der schiitische Islam. Das Land unterstützt jedoch auch Terrorgruppen mit anderen religiösen Überzeugungen. Gleichzeitig ergibt sich daraus aber auch eine Schwierigkeit. Die Unterstützergruppen haben allesamt auch ihre eigenen Interessen. Und sie werden zwar vom Iran unterstützt, stehen jedoch nicht unter seiner Kontrolle. Der Autor des Artikels geht von insgesamt 20 Proxys des Iran aus. Genau nachvollziehen lässt sich das allerdings nicht. Einer dieser Proxys ist auf jeden Fall die Hamas, als einer der größeren. Und damit sind wir bei der aktuellen Situation und der Frage, wer sind die größten Proxys Irans? Wie gesagt, eine vollständige Übersicht gibt es nicht. Vieles läuft im Geheimen ab und ist nicht bekannt. Was aber bekannt ist, Iran arbeitet unter anderem mit Gruppen in Syrien und im Irak. Dazu kommt eine enge Kooperation mit den Houthis. Die Houthis sind eine bewaffnete Miliz, die Anfang 2024 von den USA wieder, muss man sagen, als Terrororganisation eingestuft worden ist. Ihre Basis haben die Houthis im Westen des Jemen. Dort herrscht seit Jahren schon ein Bürgerkrieg. Die Houthis gehören dabei zu den besonders mächtigen Parteien und beherrschen unter anderem die Hauptstadt Sana'a. Für Iran sind die Houthis ein wichtiger Partner in der Region. Denn zusammen mit ihnen will Iran seine Vorherrschaft ausbauen. Eine Rolle spielt dabei sicher auch, dass Iran ein schiitisch geprägtes Land ist und die Houthis ebenfalls Schiiten sind. Die Houthis sollen über rund 200.000 bewaffnete Kämpfer verfügen. Seit der israelischen Reaktion auf den 7. Oktober 2023 unterstützen sie vom Jemen aus die Hamas im Gazastreifen. Unter anderem werden gezielt Schiffe beschossen, die eine Verbindung zu Israel haben sollen. Der internationale Handelsverkehr ist teilweise massiv davon betroffen. So massiv, dass inzwischen auch die deutsche Bundeswehr an einer Mission im Roten Meer beteiligt ist, die den Schiffsverkehr dort schützen soll. Aber es bleibt nicht nur bei Schiffen. Immer wieder werden vom Jemen aus auch Drohnen und Raketen auf Israel gesteuert. Die allermeisten davon können abgefangen werden, aber Mitte Juli 2024 wurde in Tel Aviv in Israel ein Mensch durch eine Houthi-Drohne getötet. Besonders brisant dabei ist, ursprünglich stammt diese Drohne wohl aus Iran. So wie andere auch, denn Iran hat in der Vergangenheit Drohnen an die Houthis geliefert. Das hat die iranische Regierung selbst bestätigt. Das heißt, Israel wurde und wird nicht nur aus dem Gazastreifen von der Hamas angegriffen, sondern auch aus dem Jemen, von den Houthis. Und in beiden Fällen gibt es eine Unterstützung durch Iran. Und dann ist da noch die Hisbollah. Die Hisbollah ist eine islamistische Terrororganisation mit großem Einfluss auf den Libanon, der im Norden an Israel grenzt. Ähnlich wie auch die Hamas besteht die Hisbollah aus einem politischen und aus einem militärischen Arm. Gegründet wurde sie Anfang der 1980er Jahre mit Unterstützung des Iran. Direkt mit dem Ziel Irans, vom Libanon aus gegen Israel kämpfen zu können.
Damals ging es vor allem um die israelische Besatzung des Südlibanon. Mit der Zeit konnte sich die Hisbollah als feste Größe im Libanon etablieren. Ohne ihre Zustimmung geht dort politisch fast gar nichts. Und immer wieder startet die Hisbollah Angriffe gegen Israel. Seit dem 7. Oktober 2023 greift die Hisbollah wieder im größeren Stil israelische Gebiete an. Zuletzt gab es einen Raketenangriff der Hisbollah auf einen Fußballplatz in den von Israel kontrollierten Golanhöhen. 12 Kinder wurden dabei beim Spielen getötet. Israel reagiert wiederum mit Angriffen auf Stellungen der Hisbollah im Libanon. Und auch hier ist der wichtigste Partner der Hisbollah Iran. Hassan Nasrallah, Chef der Hisbollah im Libanon, hat einmal gesagt, wir müssen unseren Dank an die Islamische Republik im Iran richten. Sie gaben uns ihre Expertise und Erfahrungen. Sie brachten uns bei, was ein Kampfgeist ausmacht. Sie brachten für uns Opfer und Märtyrer und sie tun es auch bis heute noch. Also ohne Iran wohl keine mächtige Hisbollah im Libanon. Das heißt, Israel kämpft momentan gegen die Hamas im Gazastreifen und wird dabei vor allem von den Houthis im Jemen und von der Hisbollah im Libanon attackiert. Und die wiederum stehen in Verbindung mit Iran, als dessen Proxys. Und wie reagiert Israel? Israel weiß über diese Hintergründe natürlich Bescheid und hatte in den vergangenen Monaten einiges unternommen, um die Proxys des Iran zu schwächen. Ganz besonders relevant sind dabei drei Aktionen. Erstens, ein Angriff auf das Konsulat des Iran im syrischen Damaskus am 1. April 2024. Laut israelischen Angaben seien von dort aus viele Proxy-Aktivitäten im Nahen Osten gesteuert worden. Als Beleg dafür führt Israel unter anderem aus, dass bei dem Angriff mehrere Mitglieder der Quds-Einheit getötet worden seien, die im Iran militärische Operationen im Ausland steuern. Zweitens, ein Angriff auf den Chefkommandeur für die Angriffe der Hisbollah gegen Israel, Fuad Shukr. Den hatte die israelische Armee Ende Juli in einem Vorort von Beirut im Libanon getötet. Ein schwerer Schlag, denn Shukr galt auch als rechte Hand des Hisbollah-Führers Nasrallah. Und drittens, ein Anschlag auf den Hamas-Führer. Danke dir, Kiki. Oh ja, vielen lieben Dank. Schon 8 Monate echt stabil. Sehr gut. Ich finde sowieso, dass man ein bisschen, also klar ist es jetzt halt nicht unrelevant, wenn solche Leute halt sterben, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, wenn das halt immer so als schwerer Schlag und so weiter betitelt wird, es sind halt auch da dann schon austauschbare Persönlichkeiten, so, ne? So. Ja, also ich würde schon sagen, man darf, glaube ich, in eigentlich keiner Organisation unterschätzen, was es bedeutet, wenn so ein Führungsstab ausgelöscht wird. Mhm. Weil es wirklich sich um Leute handelt, die langjährige, teilweise jahrzehntelange militärische Erfahrung haben und vor allem auch in der strategischen Organisation. Das ist häufig sowas, was man gerade aus anarchistischer Perspektive dann immer so ein bisschen sagt, ja, aber, weiß ich nicht, bei einer anarchistischen Organisierung von einer militärischen Struktur wäre das ganz anders, weil da könnte man nie irgendwie den Kopf abschlagen, weil alle rotieren irgendwie mal durch und dürfen mal ein bisschen große Schlachten planen oder so. Das ist natürlich Bullshit, es bildet sich immer eine gewisse Expertise raus und es ist natürlich auch so, dass, sagen wir mal, dass wirklich solche Operationen für so einen riesigen Militärapparat zu planen und unfassbar viel Können erfordert und langjährige Erfahrung. Und deswegen würde ich das wirklich nicht unterschätzen, wenn solche Leute teilweise ja auch noch mit Mitarbeitern geschlagen werden, die teilweise auch gewisse Führungsfiguren waren. Das ist jetzt nicht das Gleiche. Wie heißt der hier? Fuad Shukr? Fuad Shukr. Das ist jetzt nicht das Gleiche, wie wenn so ein Hassan Nasrallah umgebracht wird von der Symbolwirkung, von dem, wie die Anhänger waren. Aber trotzdem ist das natürlich ein schwerer Schlag, und das sieht man ja auch an dem Märtyrerkult, der um ihn genauso wie um Haniya jetzt gemacht wird, auch von der Hisbollah. Und deswegen würde ich das alles nicht unterschätzen. Zumal es ja auch reale und Einflüsse dann auch auf teilweise die weitere Entwicklung hat. Also bei Haniya sagt man ja immer, dass er, ist natürlich auch immer die Sache, dieses Wort, was da rumgeworfen wird, moderat, irgendwie ein Moderator war, das ist dann natürlich immer im Verhältnis Moderator zu beispielsweise jetzt der Person, die eigentlich aus dem Militärapparat, den Al-Qassam-Brigaden, nachgerückt ist in der Hamas.
Trotzdem ist es wohl auch so, dass beispielsweise bei ihm mehr durchgeschieden ist, dass er eigentlich dazu bereit wäre, Israel in den Grenzen von 67 anzuerkennen. So. Und dann von da aus dann zu arbeiten, wenn man da dann einen vollwertigen palästinensischen Staat bekommen würde. Danke, TK. Stabil von dir. Bold Anarchist, also es ist ja tatsächlich mehr als eine Waffenlieferung. Also die haben ja geteilte Interessen. Das wurde jetzt auch ein bisschen gesagt, dass schon geteilte Interessen da sind. Um wen geht es denn jetzt? Um generell halt die verschiedenen Houthi und Hamas und so weiter, die jetzt erwähnt wurden. Also da geht es ja um mehr als eine Waffenlieferung, sondern das ist ja ein gemeinsames Interesse, was dort vorherrscht. Also dass man halt sich da halt gegen Israel stellt und da probiert halt sich militärisch, politisch halt durchzusetzen. Das ist ja ein geteiltes Interesse. Ja, und so wie ich das bislang überblicke, also beispielsweise bei der Hezbollah kann man halt sagen, dass es wirklich eine intensive Verbindung, also wo man wirklich sagen kann, das sind Organisationen, die sind eigentlich vom selben ideologischen Schlag und auch von der Vorstellung, also wirklich so ein apokalyptischer islamistisch, also zwölfer schiitischer Islamismus, der sich da durchsetzt mit einer ganz klaren islamischen Revolutionsideologie. Es ist auch so, dass das personell sehr eng zusammenhängt. Also gerade die Schiiten im Südlibanon und die Geistlichen im Iran haben wirklich langjährige Verbindungen. Also dass auch viele beispielsweise geistlich hoch angesehene Familien im Iran ursprünglich südlibanesische Wurzeln hatten. Und dass es da immer noch sehr viel Austausch von so der theologischen Führungsschicht, von den Rechtsgelehrten gibt. Und es ist wirklich so, dass man sagen kann, die Hezbollah wurde im Zuge eines Revolutionsexports aufgebaut nach der islamischen Revolution im Iran. Also das muss man wirklich sagen, das war der erfolgreichste Revolutionsexport aus so einer islamistischen Perspektive. Weil das, was er beispielsweise auch nicht gesagt hat, neben dem, ja, die Hezbollah ist eine ganz reguläre Partei, so gesehen auch im Libanon. Sie stellt auch soziale Dienste, was sie sehr populär macht. Sie greift eigentlich auch einfach in Versorgungslücken, die der Staat offen lässt, so wie man das vielleicht von der Muslimbruderschaft kennt. Aber sie ist der größte militärische, nichtstaatliche Akteur der ganzen Welt, sagt man so dazu. Und das ist halt schon, sagen wir mal, ein immens wichtiger Verbündeter, den der Iran da hat. Mit Hamas und mit den Houthis stellt sich das Ganze nochmal anders dar. Da sind, sagen wir mal, die Verbindungen nochmal deutlich abgespeckter, dünner und auch einfach unterschiedlicher. Viva, das ist tatsächlich bisher sehr oberflächlich, das Video. Und auch wie du es geschrieben hast, Bold Anarchist, hat das auch nicht wirklich dargestellt, dass es diese übergreifenden Interessen auch gibt. Manchmal sind diese Videos von dem halt ganz gut, um halt nochmal so einen Überblick über bestimmte Sachen zu kommen, wo man halt Sachen vertiefen kann. Aber in dem Fall kam halt bisher nicht viel Neues, aber vielleicht hat er sich ja nur warm gesprochen, dass jetzt der heiße Shit gleich kommt. Sind ja noch 6 Minuten. Gucken wir mal, ob er jetzt überhaupt dann nochmal genauer zum aktuellen Thema überhaupt kommt. Ismail Haniyeh am 31. Juli 2024. Pikanterweise im Iran. Dort hatte sich Haniyeh aufgehalten, um bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten dabei zu sein. Ismail Haniyeh war in den vergangenen knapp 20 Jahren einer der wichtigsten Köpfe der Hamas. Unter ihm wurde die Hamas zur bestimmenden Kraft im Gazastreifen. Anders als einige Medien nach seinem Tod es zunächst dargestellt hatten, war Haniyeh aber kein moderater Politiker, sondern ein erbitterter Kämpfer gegen Israel. Allerdings seit einigen Jahren nicht mehr aus Gaza, sondern aus dem Exil in Katar. Getötet wurde Haniyeh letztlich aber eben in Iran. Und das laut aktuellen, noch unbestätigten Berichten auf Anweisung des israelischen Geheimdienstes Mossad, der iranische Agenten dafür eingespannt haben soll. 3 Aktionen mit Signalwirkung und alle 3 ein großer Affront für Iran. Ein Angriff gegen ein Konsulat des Landes und 2 gegen enge Verbündete. Der jüngste Angriff sogar im eigenen Land. Das wollte und will man nicht auf sich sitzen lassen, ungeachtet der Tatsache, dass Israel wiederum auf Angriffe gegen sich selbst reagiert hatte. Wobei man der Vollständigkeit halber auch noch dazu sagen muss, zumindest der Angriff auf das Konsulat war, schreiben zum Beispiel die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, mutmaßlich ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Zitat:
Die bewusste Zerstörung des Konsulatsgebäudes in Damaskus am 1. April 2024 verletzt die territoriale Integrität Syriens und stellt einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot im Sinne von Artikel 2 Ziffer 4 VN-Charta dar. Wobei das muss man sich ja auch mal vorstellen, wie das alles geframed wird. Also es ist hier wirklich die ganze Zeit dieses Ding von, sobald diese Angriffe auf israelischen Boden, da ist halt schon eigentlich geklärt, dass das richtig böse und verachtenswert ist. Mhm. Aber da wird das dann so, okay, eigentlich vollkommen in Ordnung, irgendwie das Konsulat in einem fremden Nachbarstaat einfach wegzubomben auf seinem Territorium. Aber ich bin jetzt mal so fair und packe jetzt noch diese rechtliche Einordnung dazu. Aber man hat schon noch direkt die Silbe danach das Wobei gehört. Das wird jetzt gleich noch eine Einordnung von ihm geben, wo er das nochmal so eingrenzt, dass das ist ja, ihr heißt halt Völkerrecht okay, aber in dem Fall. Wurde ja teilweise auch ein bisschen frech. Und zwar die Palästinenser sind größtenteils Sunniten, aber es gibt sehr viele christliche Konfessionen, den Palästinenser auch angehören, wobei die Christen einmal aufgrund von islamistischem Druck, aber natürlich auch der israelischen Besatzung verstärkt die Palästinensergebiete verlassen. Wobei hier auch noch wichtig ist, offiziell bekannt hat sich Israel zu diesem Luftschlag nicht. Aber bestätigt wurde er inoffiziell unter anderem durch israelische Beamte. Auf diesen Angriff auf das Konsulat hat Iran im April schon mit einem Luftschlag mit Raketen gegen Israel geantwortet. Fast alle Raketen konnten aber abgefangen werden. Auf die anderen beiden Angriffe will Iran jetzt reagieren, auch mit Unterstützung seiner Proxys. Israel habe, Zitat, alle roten Linien überschritten, sagt ein iranischer Diplomat gegenüber dem US-amerikanischen Wall Street Journal. Die Antwort werde schnell und hart sein. Die Befürchtung dabei ist, die Situation könnte immer weiter eskalieren. Israel hatte schon vorab angekündigt, wir werden im Falle eines iranischen Angriffs reagieren und uns dieses Mal nicht zurückhalten. Wenn auch noch der Libanon mit beteiligt ist, dann könnte sich der Krieg schnell ausweiten. Und da sind wir direkt bei der nächsten Frage. Wo stehen andere Länder in der Region? Direkt an Israel angrenzend sind, wie ihr hier sehen könnt, neben dem Libanon, Ägypten, Jordanien und Syrien. Zu zwei dieser Länder unterhält Israel vergleichsweise gute Beziehungen, nämlich zu Ägypten und Jordanien. Auf der Website seiner Botschaft in Deutschland hebt Israel zum Beispiel den Friedensvertrag hervor, den man 1994 mit Jordanien geschlossen hat. Die Rede ist von einem Grundstein für friedliche, normalisierte Beziehungen. Und die gibt es seitdem auch tatsächlich. Zwar hatten die Regierungen beider Länder gerade in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, aber wenn es hart auf hart kommt, dann arbeiten die Länder zusammen. Ein Beleg dafür ist die Tatsache, dass Jordanien Israel im April dabei geholfen hatte, Raketen aus Iran abzufangen. Ähnlich sieht es mit Ägypten aus. Aus einer früheren Feindschaft ist zwar keine enge Freundschaft geworden, aber immerhin eine Normalisierung der Beziehungen, wie die Botschaft Israels es im Netz formuliert. Ägypten hat in der Vergangenheit auch immer wieder in Konflikten vermittelt. Bei Syrien sieht es anders aus. Dessen Machthaber Assad ist in der Vergangenheit nicht nur dadurch aufgefallen, dass er den Holocaust öffentlich angezweifelt hat, sondern auch durch eine Unterstützung der Gegner Israels. Unter der Duldung von Assad kann Iran ungehindert Waffen und andere kriegswichtige Geräte in den Libanon transportieren. Auch Drohnen sind von Syrien aus gegen Israel gestartet worden. Israel greift Milizen in Syrien deshalb schon seit Jahren immer wieder an. Die beiden Länder befinden sich zwar nicht offiziell im Krieg miteinander, aber sollte es zu einem größeren Konflikt in der Region kommen, dann muss Israel damit rechnen, nicht nur aus dem Libanon, sondern auch aus Syrien angegriffen zu werden. Ähnlich könnte es mit dem Irak aussehen, der an Syrien angrenzt. Und dann gibt es da noch einen großen Player in der Region, Saudi-Arabien. Über viele Jahrzehnte hinweg ein erklärter Feind Israels. Dann allerdings gab es vor dem 7. Oktober 2023 eine zunehmende Annäherung der beiden Länder, maßgeblich vorangetrieben durch die USA. Nach dem 7. Oktober dann allerdings erst einmal Stillstand. Seit einigen Wochen tut sich aber wieder was. Ob das zu einer Normalisierung der Beziehungen führen könnte, das ist noch nicht sicher. Das wird man dann erst in der nächsten Zeit sehen können. Und weil ich gerade schon die USA erwähnt habe, auch die spielen in der Region eine entscheidende Rolle. Einerseits als Schutzmacht Israels, das hat US-Präsident Joe Biden jetzt noch einmal betont, andererseits aber auch als Verbündeter von Ländern wie Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ägypten. Für Iran sind die USA der, Zitat des ehemaligen religiösen Führers Ruhollah Khomeini, große Satan. Das Land setzt deshalb alles darauf, den Einfluss der USA in der Region einzudämmen. Gleichzeitig kommt eine neue Macht ins Spiel,
China. Schon seit einigen Jahren baut China seine Beziehungen im Nahen Osten immer weiter aus. Mit Iran verbindet China ein freundschaftlicher Kontakt, genauso wie mit Russland. Russland wiederum arbeitet unter anderem eng mit Syriens Machthaber Assad zusammen. Zuletzt gab es auch eine Annäherung zwischen China und Saudi-Arabien, sehr zum Missfallen der USA. Und daran kann man schon schnell erkennen, ein größerer Krieg in der Region würde direkt die großen Mächte der Welt mit involvieren. Übrigens neben den USA mutmaßlich noch ein weiteres NATO-Mitglied. Auch die Türkei spielt in dem komplizierten Geflecht eine Rolle. Kurz vor seinem Tod war der Hamas-Führer Haniyeh unter anderem auch zu Besuch beim türkischen Präsidenten. Das ist eigentlich immer richtig witzig. Also immer wenn irgendwas passiert mit irgendeinem Superschurken, dann gibt es immer noch so ein Bild, wie kurz vorher noch Erdogan den getroffen hat. Um auf unseren Star Wars Livestream zurückzukommen, ich finde, im Alter kriegt Erdogan noch immer mehr von Grand Moff Tarkin. Er sieht einfach immer böse aus. Also richtig gruselig erschreckend mittlerweile. Stell euch mal vor, der kommt nachts irgendwie aus eurem Wandschrank rausgesprungen. Hilfe. Nosferatu. Erdogan, wiederum sehr zum Missfallen der anderen NATO-Mitglieder. Das heißt, nicht ohne Grund wird in den Medien von einem großen Krieg gesprochen, der jetzt im Nahen Osten ausbrechen könnte, je nachdem, wie es weitergeht. Neben Israel und Iran könnten dabei auch eine ganze Reihe weiterer Länder eine Rolle spielen. Unter anderem die USA, China, Russland. Gleichzeitig ist aber auch klar, Israel wird von mehreren Seiten attackiert und muss sich entsprechend verteidigen. Wie die Antworten darauf aussehen, das wird sich im Laufe der nächsten Zeit zeigen. Und wie sieht es bei euch aus? Which side are you on? Team Blau, Team Rot. Puh, ja, das war schon ein sehr schwaches Video. Aber dennoch hat es jetzt am Ende nochmal ja, alle Player so genannt, die involviert sind. Und das zeigt ja auch nochmal eben, wie brisant die Lage ist. Und was ja jetzt gar nicht genannt wurde, aber was ja dadurch, dass es halt immer mehr dieser aktiven Kriegsherde gibt, die halt sich immer weiter zuspitzen, das nicht nur anhand von der Ukraine passiert, sondern dann sich auch ausweitet auf andere Bereiche der Welt, umso wahrscheinlicher wird ja ein richtiger Weltkrieg werden. So, wir haben ja einen Weltkrieg auf einem Stellvertreter-Level jetzt schon lange eigentlich erreicht. Und also gibt natürlich immer diese Auseinandersetzungen, egal zu welcher Zeit, so Stellvertreterkriege und so, aber wirklich eigentlich aktive Stellvertreterkriege, das ist ja etwas, wo wir uns immer näher reinbewegen oder schon drin sind. Und umso mehr das eskaliert, umso wahrscheinlicher ist halt, dass in einem dieser Konfliktherde dann halt wirklich Dinge passieren, die dann halt das Fass komplett zum Überlaufen bringen. Ja, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, von dem, was wir so als Referenzpunkte in der Geschichte haben, haben wir einmal natürlich die Zeit mit den zwei Weltkriegen und als jetzt so große Blockkonfrontation. Und danach hatten wir eigentlich nur die Zeit des Kalten Krieges, wo wir da die Stellvertreterkriege hatten. Und da kann man ja sagen, da waren ja jetzt die nukleare Bewaffnung eine der großen Sachen, die, auch wenn es da immer wieder brandgefährliche Situationen gab, mit dazu geführt haben, warum es keine, also es gab ja sogar direkte Konfrontation, das wird ja immer so gesagt, dass es das gar nicht gab. Aber sagen wir mal, mit einer offenen Kriegserklärung von beiden Seiten gab es keine dauerhaften Aufeinandertreffen der Streitmächte der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten. Und das wäre ja jetzt vielleicht eine vergleichbare Situation, die wir auch hier haben können, dass wir uns jetzt wieder mit einer zunehmenden Blockbildung wieder in so eine Phase eines neuen Kalten Krieges bewegen. Sind wir ja. Ja, auf einem sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu dem, was die ganze Zeit während des Kalten Krieges passiert ist. Also das kann man ja bislang noch nicht vergleichen mit der Intensität. Und was wir jetzt wieder haben, ist halt dann so eine Situation vielleicht, wo wir dann jetzt wieder eine Zunahme von Stellvertreterkriegen sehen. Ich meine, natürlich, was vielleicht jetzt nochmal besonders brisant dann an der ganzen Sache ist, ist, dass wir jetzt in dem Konflikt nochmal Stellvertreternationen der Großmächte haben, Verbündete der Großmächte, die über ein eigens kontrolliertes nukleares Waffenarsenal verfügen.
Und das ist natürlich dann das, was das auch alles nochmal schwieriger macht, als wie es im Fall der Sowjetunion dann war. So, natürlich gab es da auch schon andere Akteure ab einem bestimmten Zeitpunkt, die Nuklearwaffen hatten. Aber ich glaube, gerade diese Situation macht das dann vielleicht nochmal brisanter. Und Nightmare, das stimmt. Also China ist halt auch nochmal so eine interessante Variable in diesem ganzen Hin und Her, weil China eigentlich immer so eine Art von dritter Position übernimmt. Also klar steht China eher in der Verbindung zu Russland, aber es gibt schon halt sehr, sehr starke auch Unterschiede in der Herangehensweise und halt Unterschiede in wie man sich dann halt positioniert und wie man sich halt verhält. Und China probiert halt eher auch manchmal sogar so eine Form von Vermittler und das, was halt sozusagen USA so lange Zeit probiert hat, immer zu spielen, so Weltpolizei halt mäßig, sich halt so die neutrale Gestalt dann halt darzustellen, die halt darüber dann halt auch probiert, Kapital daraus zu ziehen. Ja. Ich meine, geschichtlich haben wir ja genug Beispiele, wo sowas auch sehr sinnvoll enden kann, ne? Klar. Zwei Staaten verausgaben sich vollends und man schlägt in die Bresche und übernimmt dann erstmal islamische Expansion, Byzantinisches Reich und Perserreich. Vielleicht ist das auch, was uns mit China jetzt blüht, so USA und Russland oder die westlichen Verbündeten und Russland verausgaben sich in ihren Stellvertreterkriegen und am Ende haben wir dann mit China das Land, was einfach die Großmacht, die schön die ganze Zeit profitieren konnte. Und sich jetzt auch als die, wie du es schon so ein bisschen angeschnitten hast, vernünftige Großmacht darstellen konnte. Wir wollen doch nur gute Geschäfte machen. Ja, aber genau das ist es, Viva, was halt auch so brisant an dieser Situation ist. Also es überschlagen sich halt die Ereignisse und manches wirkt halt fast schon so normalisiert, auch dass dieser Krieg in der Ukraine schon so lange tobt, wirkt halt, als wäre es halt niemals anders gewesen. Ja. Aber das sind halt Ereignisse, die, also da gab es halt Phasen, wo sowas, was weiß ich, in was für Zeiträumen sowas dann mal passiert oder vorgekommen ist. Und jetzt diese Ereignisse überschlagen sich, kommen halt immer näher, sind halt immer dramatischer und das ist halt auch das wirklich Brisante an dieser Situation, diese so schnelle Zuspitzung. Ja, also ne, mir macht das natürlich auch sehr große Sorgen und gerade der Ukraine-Krieg, aber auch jetzt der Israel-Gaza-Krieg war natürlich nochmal so ein Paukenschlag, aber nichtsdestotrotz würde ich das dahingehend nicht überbewerten, dass man auch sagen muss, dass wir einfach in besonders friedfertigen Zeiten gelebt haben. Ja. Also ich meine, was haben wir auch alles, ich habe vom Kalten Krieg natürlich gesprochen, aber was haben wir auch alles danach noch für Sachen erlebt, die halt deutlich, deutlich mehr Todesopfer als das jetzt gefordert haben. Wie Golfkriege, also der Krieg zwischen Iran und Irak. Da haben wir siebenstellige Summen an Leuten, die verstorben sind. So die Invasion des Irak und vorher auch schon das Embargo gegen den Irak. Millionen, die verstorben sind. Völkermord in Ruanda, Jugoslawienkrieg in Europa. Also ich glaube, man darf das nicht immer zu hoch hängen, in was für Zeiten wir uns jetzt befinden. Natürlich ist das, glaube ich, nochmal mit, wir alle sind auch so ein bisschen in diesen doch sehr, sehr ruhigen späten Nullerjahren und frühen Zehnerjahren aufgewachsen, wo es zeitweise... Ich weiß nicht, wie alt alle unsere Zuhörer gerade sind. Aber ja, natürlich sind auch ein paar älter, ein paar jünger, aber wir haben natürlich teilweise, also wir sind jetzt, sagen wir mal, die Leute, die jetzt nicht gerade 10 und nicht gerade Mitte 40 sind, die erinnern sich, glaube ich, noch so an diesen Zeitraum um die 10 Jahre, vielleicht bis 2014, wo es so Momente gab, in denen es tatsächlich jetzt mal neben sowas wie dem Afghanistan-Krieg oder kleineren kriegerischen Auseinandersetzungen tatsächlich relativ ruhig schien. Und man dachte, das, was jetzt noch übrig bleibt, sind Kriege, um die letzten paar Bösen zu beseitigen. Die Terroristen, die sich noch in irgendwelchen Höhlen verstecken, um da ihre nächste Schandtat zu planen. Ja, und das lag ja auch daran, dass es halt mit dieser Globalisierung, dass sich auch einfach so eingespielt hatte. Also auch die großen Weltplayer hatten halt mehr so ein Interesse daran gefunden, dann halt, ja, sichere Märkte unter sich aufzuteilen,
über eher Handel. Natürlich hat man sich mal ein bisschen gestichelt und dann war dann irgendwie Thema, ja, China macht halt kopiert halt irgendwelche Sachen, irgendwelche deutschen Autos und was weiß ich. Solche Geschichten waren dann halt eher Thema. Auf so einem Level waren halt dann diese imperialistischen Auseinandersetzungen untereinander, ja. Und es gab natürlich immer auch größere Sachen, aber eher so. Und das hat sich jetzt einfach wieder, ist einfach total aufgebrochen, diese Situation. Und es kommt halt zu einer viel krasseren, klareren Konfrontation. Wobei man auch, da möchte ich auch nochmal, wie wir dir entgegenhalten, was der Josch auch gerade meinte, da jetzt irgendwie zu sagen, das ist viel schlimmer als der Kalte Krieg oder so, das kann man halt auch nicht machen. Das ist auch, es sind auch einfach zwei unterschiedliche Situationen, die sich zwar in manchen Punkten halt ähneln, aber auch starke Unterschiede haben. Ich meine, wenn man jetzt halt die Leute fragt, die halt damals gegen den Kalten Krieg da auf die Straße gegangen sind und so, was da halt für eine Kriegsangst und Angst vor der Auslöschung geherrscht hat, will ich mir gar nicht vorstellen. Das muss auch fürchterlich gewesen sein. Ja, ich glaube, nee, ich möchte wirklich nicht die Situation jetzt ja einfach so runterspielen, aber ich glaube schon, dass im Kalten Krieg das Szenario nukleare Auslöschung, totaler Krieg wirklich in dem Sinne, dass die Welt komplett in Flammen steht, deutlich näher war. Deutlich, deutlich greifbarer und auch deutlich realistischer. Aber dennoch möchte ich sagen, dass es weiterhin sehr bedenklich ist, dass es so überhaupt keine reale Friedensbewegung und überhaupt keine, also auch fast nirgendwo auf der Welt, neben mal so kleineren Kundgebungen von dann oftmals leider auch teilweise auch politisch fragwürdigen Organisationen, die das dann probieren, irgendwie für sich auszuschlachten, diese Situation. Also dass es so wenig Interesse und Bewusstsein darüber gibt, so wirklich eine aktive Auseinandersetzung damit zu wählen. Und das spricht für mich auch so ein bisschen das an, dass halt die Leute einfach so, ja, probieren, einfach so ihr Leben zu leben und gar nicht dieses Bewusstsein darüber halt haben, dass sie auch Einfluss auf solche Situationen nehmen können. Ne? Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die geteilte globale Perspektive fehlt. Mhm. Ich glaube, das, was für eine wirklich funktionale Friedensbewegung sehr, sehr wichtig ist, ist eine geteilte globale Perspektive und eine geteilte globale Utopie. Und in meinem Sinne wäre das natürlich eine sozialistische Utopie, die es gibt von wir, warum sollen wir uns jetzt für die Interessen unserer einzelnen Nation, unseren religiösen Führern, unserem nichtstaatlichen Akteur verheizen lassen, wenn das, was doch eigentlich in unserem Interesse wäre, die Errichtung einer sozialistischen Weltrepublik wäre. Weil eigentlich der auf der anderen Seite auch verheizt werden soll, mir viel näher ist als der Führer, der mich da oben kommandiert, für eigentlich seine Interessen. Aber das gibt's so nicht mehr. Und das, was ja sogar es auch nicht mehr gibt, weil, das muss man ja auch sagen, es gab ja nicht nur sozialistische Friedensbewegungen, es gab ja auch ganz klassisch liberale Friedensbewegung. Hm. Es gab ja auch, wie du angeschnitten hast, ich würde das sogar noch expliziter sagen, es gibt auch wirklich Friedensbewegte, die sagen, das, was wir einfach nur brauchen, sind möglichst freie Märkte weltweit, eine möglichst freie Konkurrenz der Großkonzerne und der einzelnen Unternehmen. Aber ich würde sagen, diese ganzen Utopien sind nach und nach zugunsten protektionistischen Konzepten, zugunsten einem wieder erstarkenden Nationalismus und zugunsten dieser Konfrontation liberal, traditionell, konservativ. Wie wischiwaschi auch immer diese Einteilungen sind, aber das wird ja gerne aufgemacht, einfach weggebrochen. Und solange da nicht wirklich was Konsequentes gefunden wird, wird das so fragmentiert bleiben. Mhm. Lass uns vielleicht nochmal, bevor wir da auch uns dem Ende neigen zu dem Thema, nochmal ganz konkret jetzt auf die Situation mit dem Iran eingehen, weil das war ja unser eigentliches Thema. Und da kann man ja nochmal so ein bisschen, also darüber ein bisschen spekulieren. Ich meine, es ist natürlich immer schwer dann zu sagen, was jetzt halt wirklich passiert und was nicht, in so einer Situation total unübersichtlich.
aber trotzdem so ein bisschen leicht spekulieren, weil das Interessante, was ich jetzt ja finde, ist, dass der Iran ja immer, wenn jetzt solche Angriffe waren, mit dieser Botschaft und so weiter und so fort, haben die halt auch, ne, haben die gesagt, so ja, okay, das wird jetzt halt eine erbitterte Reaktion geben, wir werden halt Israel jetzt richtig auf die Kante geben und so. Und die bisherigen Reaktionen waren ja wirklich vergleichsweise milde. Also, was die dann halt gemacht haben, hat ja Mr. Wissentogo auch behandelt, dann halt die Raketen da losgeschickt, wo die halt dann fast alle abgefangen wurden. Und das waren halt schon überschaubarere Angriffe, wo man fast schon sagen konnte, okay, also das wirkt schon fast eher so, dass die jetzt auch nicht so Bock darauf haben, das so komplett eskalieren zu lassen, weil die der Iran ja wirklich sehr schlecht dasteht gerade. Also sowohl in der Legitimation der eigenen Bevölkerung als auch wirtschaftlich, als auch international ist es ja eine sehr, sehr schwierige Situation für den Iran und es liegt halt einfach nicht wirklich im Interesse des Iran. Das Einzige, was er vielleicht daraus ziehen kann, ist, ja, durch diese direkte Bedrohung ist natürlich immer wieder dieser äußere Feind, den man halt heraufbeschwören kann, womit man sich dann auch wieder legitimieren kann, ne? Ja, das ist natürlich ganz wichtig für die Weiterexistenz des so der Islamischen Republik Iran, dass man eben diesen so zentralen äußeren Feind in Israel hat und darüber hinaus natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Aber ich würde das auch ungefähr so sehen, dass der Iran eigentlich kein Interesse hat, sich da drin jetzt komplett zu verausgaben. Was aber, wie gesagt, auch einfach mit den massiven Drohungen durch die Vereinigten Staaten liegt. Also der Iran weiß einfach, ich glaube, dein Großdeutschland wurde gefleckt. Ich erlaube mal deine Nachricht. So, jetzt müsste es sicher sein, sichtbar sein. Also ihr dürft jetzt alle offiziell Großdeutschland in unserem Chat benutzen. Ach, ist das jetzt für alle frei? Ja, hier steht, dass es erlaubt wurde. Ja, bin ich fein mit. Ja, also ich glaube, was da halt eine große Rolle spielt, ist, dass die Vereinigten Staaten sehr klar gemacht haben, überleg dir das sehr gut, wie du jetzt auf solche Dinge reagierst, weil ansonsten das, was wir hier zerschlagen werden, ist halt die Hezbollah. So, ist deine wichtigste Machtbasis in der Region. Und das ist ja auch echt so eine Sache. Natürlich, die Hezbollah hat ein riesiges Raketenarsenal. Hat wirklich sehr, sehr gut eine beeindruckend strukturierte Armee, einen für nichtstaatlichen Akteur auch gar nicht mal so unbeeindruckenden Geheimdienst, der teilweise global auch in Lateinamerika tätig ist. Mhm. Schon beachtlich. Natürlich jetzt nicht so beeindruckend wie der Mossad. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen, das wird gar nicht hier drin. Weil bei sowas halten sich Liberale dann zurück. Na, das muss man ja auch sagen. Das, was Israel da gemacht hat, ist auch wirklich eine beeindruckende militärische, geheimdienstliche Aktion gewesen, keine Frage. Aber dass der Iran einfach ganz genau weiß, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wirklich meine gesamte Machtbasis hier einfach opfern möchte für diese komplette Reaktion. Und das, was dann eher diese, was du jetzt meintest, die haben da nicht so richtig Bock, Raketen, die müssen natürlich in irgendeiner Art und Weise antworten. Und ich glaube, man sollte auch nicht unterschlagen, was das dann immer wieder auch diese, das sind ja keine jetzt strategisch, also bei einer konsequenten Militärstrategie von ich versuche jetzt irgendwie gezielt einem Staat irgendwie infrastrukturell durch die Tötung seiner Bevölkerung, durch die Zerstörung von Militäranlagen wirklich nachhaltig zu schaden in einer langfristigen militärischen Strategie, sondern da geht es ja mehr darum, auch um die Symbolwirkung. Ja. Wir schießen jetzt, während die arabischen Staaten sich zurückhalten, feige sind, wir schießen jetzt die Raketen auf die zionistische Entität. So. Schaut uns an. So, das ist beeindruckend. Das macht sonst niemand. Und wir antworten darauf, was die Leute hier mit uns für eine Scheiße abziehen. Und ansonsten sind es natürlich auch einfach ein paar Warnschüsse gewesen. Aber wirklich jetzt ein konsequente. Es ist ja auch nicht verhältnismäßig, was für ein tatsächlicher Schaden die ganze Zeit dem Iran und Hezbollah, den Houthis und natürlich der Hamas angetan werden. So, das ist ja nicht verhältnismäßig von dem, was da für eine Zerstörung wirklich von Infrastruktur, von Militärschlagkraft passiert und auf israelischer Seite. Klar, aber das ist halt
dann so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss, weil es wird ja auch für den Iran irgendwann eine Schwelle geben, wo die halt sagen, also wo die halt nicht mehr, wo die ihre Drohungen, weil irgendwann ist das ja auch lächerlich, ne? Die stellen sich halt jedes Mal nach so einem Angriff ins Fernsehen und sagen halt so, okay, jetzt ist die Grenze erreicht, wir machen euch jetzt platt. So, das war es jetzt. Jetzt reicht's. So, ja, irgendwann, dann denken alle nur noch, du bist halt ein Clown, ne? Wenn du dich halt jedes Mal dahinstellst und halt sagst, so, jetzt kommt der Untergang Israels, wir ballern jetzt alles rein, was wir haben. Und es passiert halt nie, sondern man schießt halt nur jetzt läppisch halt ein paar Raketen darüber sozusagen. Und es wird halt irgendwann auch eine Grenze für den Iran geben, wo der halt sagt, so, ja, fuck it halt, so, die machen uns halt hier in so einem kleinen Krieg entwürdigen sozusagen unseren glorreichen islamischen Staat hier. jetzt reicht so. Ne? Ja, da wo die sich wirklich existenziell bedroht fühlen, werden die das auch machen. Und ne, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo das gerade so bewertet wird, dass das sein könnte. Das ja, ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine existenzielle Bedrohung des Irans ist, aber ich glaube auch, dass das jetzt ein Punkt wäre, wo es dann sein kann, jetzt folgen halt krassere Sachen, worauf Israel nochmal, also Israel hat ja auch ganz klar diese Doktrin eigentlich auch ausgehend von der Hezbollah, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die war auch nach einem Beiruter Vorort benannt. So eine Militärdoktrin, wo es eben genau darum geht, dass man unverhältnismäßig auf Angriffe auf Israel reagiert. Was ja natürlich einmal auch mit dieser besonderen Lage dieses Staates zu tun hat, aber auch mit der also dem Umringtsein von zahlenmäßig stärkeren Feinden, aber auf der anderen Seite natürlich durch den unfassbar gigantischen einheimischen Militärapparat und die Finanzierung durchs Ausland. Dadurch kann man sich natürlich auch diese Militärdoktrin erlauben. Und das ist natürlich die Sache mit allen Sachen, die jetzt von Hezbollah und von dem Iran folgen werden, weiß man, Israel wird das 10-mal heimzahlen. Das ist eben die Sache. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn es wirklich rauskommt, dass der Iran Nuklearwaffen hat, wenn die damit drohen werden, da hat Saudi-Arabien auch schon gesagt, wir wollen dann auch die Bombe. Und das ist nämlich ja auch nochmal die Sache. Es sind ja nicht nur Israel und die Vereinigten Staaten, die in der Region irgendwie da so auf die Islamische Republik Iran abgesehen haben. Es gibt ganz viele von Terrorgruppen wie Al-Qaida oder den Resten des Islamischen Staates hin zu staatlichen Akteuren wie Saudi-Arabien, teilweise den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, die auch ihre Probleme mit dem Iran haben. Ja. Und vor diesen Staaten wird der Iran genauso vorgeführt. Das stimmt. Ja, Nightmare, ich glaube, wir sprechen ja gerade nicht aus unserer Perspektive, sondern wir sprechen ja im Kontext dieser geostrategischen Entwicklung und Aspekte. Und darum ging es jetzt mit der Verhältnismäßigkeit. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich blicke noch nicht genau, wie du das meinst, weil bei der Verhältnismäßigkeit ging es mir ja um die Militärdoktrin von Israel. Ja, also das ist ja klar, dass es halt quasi dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, also dass halt einfach es viel schwieriger ist, halt Israel halt Schaden anzurichten. Ne? Weil es halt einfach eine sehr, ja wahrscheinlich das am besten, das Land mit der größten Verteidigungsmacht ist, was es gibt. Weil die halt einfach... Ja, abgesehen jetzt von den Großmächten auf der Welt. Also. Ja, aber die haben im Gegensatz halt zu den Großmächten halt ja diese ständige Bedrohung und sind halt in ständigen Kriegssituationen, wo sie halt auch aktiv das brauchen, diese Verteidigungssysteme. Dementsprechend haben die auch eine sehr große Expertise da drin. Ja, das stimmt. Das ist ja, auch, sogar Rüstungsgüter weltweit israelischer Produktion oder auch nicht israelischer Produktion, die aber in Israel genutzt wurden, vertrieben. Da wird nämlich gesagt, die sind war-tested. Ja. Die waren im Einsatz. So. Das ist ja auch tatsächlich recht spannend, wenn man sich so ein bisschen Rüstungsindustrie und Israel anguckt, wie das auch zusammenhängt, weil es auch irgendwo ein bisschen Testgelände, ne, für internationale Rüstungsgüter ist. Aber im Verhältnis zur Größe des Landes sicher. Ja, also wie gesagt, da ging es auch wirklich nur um diese Militärdoktrin. Und da würde ich halt schon sagen, ist das recht wichtig, das mit reinzunehmen. Und da würde ich auch ethisch drauf gucken, weil
Das beispielsweise auch von Israel explizit damals so formuliert wurde, dass man halt gesagt hat, uns geht es dabei auch um das in Kauf nehmen ziviler Opfer, was ich auch recht witzig finde, weil das immer noch mit diesen ganzen Sachen Israel die ethischste Armee der Welt und so angeführt wird. Aber Israel hat eigentlich recht deutlich immer gemacht mit den Militäraktionen, gerade die auch im Libanon geflogen wurden, zu eben der Unverhältnismäßigkeit gehört explizit, dass alle Leute in Bereichen, die von nichtstaatlichen, anti-israelischen Akteuren genutzt werden, diese Leute mit zu militärischen Zielen gezählt werden, zu Teilen ihrer militärischen Infrastruktur. Und da finde ich dann schon, weiß ich nicht, ob ich das dann einfach nur reinfassen würde, das ist eine Schwächung dieser islamoklerikalen Kräfte oder so, weil das würde ich jetzt sowieso, also sich jetzt irgendwie auf Israel drin zu vertrauen, die machen jetzt schon hier irgendwie einen guten Kreuzzug für uns gegen islamistische Kräfte weltweit. Ha. Weiß ich nicht, ob ich das irgendwie so veranschlagen würde, dass, ja, natürlich, dass Israel viel für die Welt in dem Kampf gegen den Islamismus tut. Ja, durch auch genau solche Militäraktionen, durch halt vor allen Dingen die gesamte israelische Politik, wenn man so will. Und jetzt nochmal im Speziellen den Völkermord in Palästina, ist es doch halt eine massive Förderung so des Islamismus auf der Welt, weil die halt dann ein sehr gutes Propaganda-Bild halt haben, das sie halt benutzen können, ja. Aber klar, dass du das jetzt nicht eins zu eins so gemeint hast, Nightmare. Gut, ich würde aber sagen, ich bin erstmal froh, dass es noch nicht zu dieser totalen Eskalation gekommen ist. Und dann war es trotzdem, denke ich, nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Einige von euch hatten das ja jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm, aber die Situation jetzt gerade auf dem Schirm zu haben, ist, denke ich, sehr wichtig, um einfach sich jetzt nicht zu wundern, wenn dann plötzlich der nächste sehr große Krieg und Flächenbrand in einer Region ausbricht.